Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exos zockte Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Zumindest sind wir tieradäquat, beziehungsweise wir sind noch dabei, tieradäquater zu werden, als wir sowieso schon sind. Jo, es geht ja immer noch darum, dass wir irgendwie die Tierklinik zusammenbasteln. Ja, das war's gewesen. Wir wollten die Tierklinik zusammenbasteln. Und hier vorne haben wir ja schon unsere schönen grünen Automaten. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir ja alles so ein bisschen den Grünton halten. Und deshalb sind wir nochmal hier dabei, die grüne Technologie hier reinzubringen. Ja, so, da haben wir das Grünische, das ist das Grünische. Da ist mehr Grün dran, ne? Das heißt, wir machen ein Automat hier rein und ein Automat natürlich hier rein. Das sind hier diese Untersuchungsraumsgeschichten. Dann, da haben wir den Medizinautomat sowieso 2400. Dann ist das hier der bessere. Natürlich auch in diesem Farbcode. Ich packe die erst da rein. Also nicht meckern. Also ich will erst mal reinpacken, dass wir generell mal was haben. So, das ist die Chirurgie-Station. 3500 Simoleons. Das ist wieder die bessere, die nicht gebrauchte. Wir wollen natürlich hier nur Qualitätsmaterial reinsetzen. So, damit haben wir auch hier die Chirurgie-Station da drinne. Auch hier drinne natürlich dann den passenden Kühlapparat für die Medikamente. Das gleiche machen wir auch nochmal hier rein. Da passt ein Kühlapparat für die Medikamente. Das nächste, was wir brauchen, ist Heilmittelherstellungsstation von, hab schon gelesen. Ein oder andere ist ja schneller als ich beim Aussprechen. Dann als nächstes wollen wir Tierarzt-Taburett haben. Na, dieses Taburett damit leer sowieso. Das wollen wir natürlich dann auch hier reinbringen. Das heißt, wir bringen das aber hier ins jedes rein. Dann haben wir überall, wo wir notieren können, machen können und tun können. Dann ist das schon mal schick. So, jetzt haben wir so die groben Geräte in den, ja, in den einzelnen Räumen drin. Das ist schon mal sehr schön. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier noch mehr haben. Da haben wir noch mehr. Oh, wir haben hier tatsächlich noch mehr. Ja, Handwaschbecken haben wir, sowas hier haben wir, Hygienedinger, ja, da wird so einiges hier noch reinwandern. Da haben wir nochmal eine Dolette, eine Dolette der Botschafter. Ja, machen wir natürlich auch hier mal eine Dolette, ist ja ein ganz dolles Ding, dass wir hier eine Dolette haben. Da machen wir dann natürlich auch da eine Dolette rein, wenn wir schon mal dabei sind. Jo, eigentlich müssen wir hier noch so einiges reinhämmern und reinzimmern. Oh Gott, das wird nicht wenig. Das wird echt nicht wenig. Vor allen Dingen brauchen wir dann natürlich auch hier Türen. Wie wollen wir denn Türen ranbringen? Hier immer so am Ende jeweils. Ich denke, das macht Sinn. Das macht durchaus Sinn, dass wir die da jeweils am Ende reinsetzen. Das heißt, wir gehen einmal hier ran, haben die Türen für das Behandlungszimmer. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier Schönes haben. Wir können da auch rein theoretischerweise eine mittelgroße Tür reinbringen. Müssen wir mal gucken, was wir da haben. Was so ein bisschen amtlich aussieht. Oh Gott, ey. Na, manchmal bin ich ja ein bisschen lustig, wa? Ja, mal sehen. Regenbogentüren. Hier so eine Stahltür. Die sieht ein bisschen unfriendly aus. Charakterlose Tür. Gibt es hier auch einen leichten Grünton? Irgendwie nicht. Die leider auch nicht in leichten Grünton. Das wäre irgendwie schon geil gewesen. Haben wir echt nichts hier, was neutral wirkendes? Das ist Männlein-Weiblein-Tür. Das ist für die Toilette. Ist ja super, aber... Gamer-Tür. Mit so einem... Die sieht aber sehr klein da aus. Sorry. Was haben wir sonst noch? Das sind alles solche Türen, ey. Leute. Es ist nicht einfach. So eine Tür hier wäre was. Die lassen wir dann immer zu der Seite aufgehen. Ich lasse sie aber einen Abstand. Haben wir natürlich Blödsinn gemaut gerade. Werden wir gleich ändern. So. Quatsch, die hätte auf der Seite hin. Nochmal Blödsinn gebaut. Beziehungsweise die muss so rum. So. Ne, die ist schon richtig rum. Die passt ja. Aber hier, die muss einmal so hin. Genau. So, okay. Dann haben wir schon mal die Zugänglichkeiten für die Türen. Das ist schon mal sehr schön.
Bei den Fenstern bin ich nicht wirklich sicher, ob ich das ein bisschen niedriger bringen sollte. Auf der Höhe ungefähr. Ist vielleicht gar nicht mal so Grundverkehr, wenn man das ein bisschen niedriger bringt. Dann kommt hier das Tageslicht von einer etwas tieferen Stelle rein. Ist gar nicht mal so verkehrt. Hier ist es definitiv zu hoch. Ansonsten muss ich gucken, ob ich da vielleicht sogar ganz andere Fenster reinsetze. Aber sind wir gleich mal kontrollieren. Nicht korrigieren. So, damit haben wir das. So, jetzt brauchen wir die Top-Down-Sicht. Yes. So, da haben wir... Hier haben wir einmal den Kühlschrank für die Medikamente. So. Das gleiche machen wir dann auf der Seite natürlich auch. So, wie gesagt, mit diesem einen Abstand extra, damit man dahinter auch immer noch sauber machen kann. So, hier ist das so mittig. Da ist eh ein Abstand so hin, das passt in Ordnung, aber da nicht so ganz. Dann machen wir das so, dann ist das, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es ist wirklich die Mitte dann. Genau, so. Warte mal, dahin zeigt dann der Fuß dahin. Das heißt, da müssen wir eigentlich mal drehen. So, dann passt das besser. Sehr schön. Das Ding hier kommt seitlich ran. 1, 2, 3. Einmal so. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Okay. Spitze zeigt da drauf. Ich muss mal gucken, ob ich auch da die Spitze... Ja, habe ich natürlich. Oh, super. So aber. Ja, it's so much better, wie man so schön sagt. So much better. So, dann gehen wir wieder auf die Objekte. Die Objekte, bla, sowieso Schwall hast du nicht gesehen. So, dann brauchen wir ein Handwaschbecken. Dann nehmen wir hier, das etwas neutraler aussieht. Das nehmen wir einerseits für die Toiletten, einmalseits aber auch für diesen Bereich hier. Das heißt, hier mal eine hin. Da mal eine hin. Dann wollen wir natürlich auch ein Handwaschbecken hier haben. Wegen der Hygiene. Ein Handwaschbecken dahin, ein Handwaschbecken dahin. So, oder genauso gegenüber. Das ist so die 1, 2, 3. dicke Linie. Die dritte dicke Linie. Na toll. 1, 2, 3. So, auch das haben wir. Sehr schön. Gut. Dann brauchen wir natürlich daneben die Handtücher. Müssen wir doch mal die Optik wieder wechseln. Immer daneben. Das machen wir dann Spiegelverkehr. Das gleiche hier nochmal gedreht. So, einmal dahin. Dann machen wir einmal den Seifenspender. Der kommt genau auf die andere Seite rein. Wobei ich beim Seifenspender mal... Ah, nee, geht nicht. Okay. Ich habe gedacht, der geht noch auf grün. Ja, aber... muss ja so sein, oder? Ja, ein bisschen so. Beziehungsweise geht er noch heller? Der geht noch heller. Der geht noch heller. Machen wir gleich. Der geht noch heller. Heller von Sinn. Kennt noch jemand heller von Sinnen? Nee, die ist ja sowas von Sinnen, aber heller, ey. So, das ist weiß, das ist alles richtig. Das heißt, dann werden wir den hier auch nochmal machen. Dann wollen wir den nochmal weiß machen. Sehr schön. Der hier natürlich dann auch dementsprechend auch. Nee. So, dem hier entsprechend auch. Und den da, hoppala, dementsprechend natürlich auch heller. Danke sehr. Dann wollen wir natürlich Handwaschbecken-Geschichte natürlich auch hier mit den nötigen Gerätschaften versorgen. Gott, warte mal. Wände runterziehen? Dann macht er da Wände weg, so wie es... Na, it is not really easy. Ja, ihr seht die Problematik. Entweder segnet so oder so oder nicht gar nicht. Beziehungsweise ich komme ja noch ein Gramm näher. So... Bäm, passt, danke. So, das gleiche auf der Seite auch. Wenn ich es finde, danke sehr. Sehr schön. So, das haben wir. Dann haben wir Chromblas sowieso Wandpaneele. Keine Ahnung, was wir Wandpaneele hier brauchen. Ne. Mülleimer, in Industriewaschbecken. Naja.
Krankenhausempfang wäre eine Idee. Der Empfangstresen. Ich sehe nicht, ob das Sinn macht, wenn hier die Automaten stehen. Geht ja auch einer anderen Farbe. Ja, der geht ein bisschen heller. Ah, zeig mal her. Danke. Falls da einer doch stehen muss. Man weiß es nicht. Besonders ich weiß es nicht. So, dann haben wir hier die typische Nasszellenmülleimer oder dem RIM-SimScience-Mülleimer-Bla sowieso. Der Nasszelleneimer, der kann einmal hier hin. Ne? Der ist gar nicht mal so verkehrt, wenn er da steht. Das heißt, einmal ein Nasszelleneimer dahin. Wo ist der andere hin? Wieso geht der dann da weg? Das ist ein bisschen merkwürdig. So, jetzt müsste ich theoretischerweise eine Sichtwand hier reinmachen. Theoretischerweise eine Sichtwand. Da machen wir sowas rein. Ist ein bisschen komisch, aber ist so. Einmal ein Glaszaun. Geht der nicht andere Farbe? Haben wir nicht grünlich? Den haben wir tatsächlich nicht grünlich. Das ist ja blöd. Beleuchteter Zaun. Ne, das ist blöd. Das ist blöd. Das wären diese Zäune schon geil. Da müssen wir den halt in Weiß nehmen. Schauen wir mal, wie sieht denn das aus? Das ist so ein ganz kleines Mini-Ding. Das ist aber auch blöd. Da habe ich ein bisschen mehr gehofft. Da habe ich viel mehr gehofft, um ehrlich zu sein. Haben wir hier nicht so was Geniales? So ist besser. Genau, so machen wir das dann. Dann hat man hier wesentlich ein bisschen Sichtschutz. Das ist schon in Ordnung. Falls dann aus Versehen doch noch jemand reintigert. Obwohl man die Tür ja von innen zu. Man kennt das ja. Man kennt das ja. So, dann brauche ich Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist hier der Schönste im Land? So, das müssen wir nach dem Zimmer sortieren. Einmal hier rein, einmal den Spiegel genommen. Dann nehmen wir ganz einfache Spiegel. So, der passt dann direkterweise auch von der Höhe rein. Da muss ich gar nicht großartig rumtigern. Sehr schön. Das gleiche machen wir dann natürlich auch hier. Wie gesagt, da kommen die ganz einfachen Spiegel rein. Da muss jetzt nicht großartig was sein. Dann nehme ich nochmal die Mülleimer-Geschichte. Das hat es mir ja angetan. Aber hier kommt der Science rein. Ah, einmal der Science, der gleiche andere Seite, dann natürlich auch einmal der Science. Jetzt habe ich natürlich die Spiegelgeschichte natürlich nicht hier reingekloppt. Irgendwas ist immer. Man kennt es. So, das heißt, wir werden uns einmal den Spiegel kopieren. So, dann haben wir nämlich die Spiegel auch hier drinne. Das war der einfache hier, war ja. So, jetzt hat er ihn da. Gut. Sehr schön. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste hier im ganzen Land? Ich weiß es nicht. Ich bestimmt nicht. Nein, ich bestimmt definitiv nicht. Das würde mich doch sehr hart wundern, wenn ich der Schönste hier im Land wäre. Gut. Ich wünsche euch jedenfalls erstmal in dem Sinne, euch alle da draußen, einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern. Es is ist meistens eh nicht wert. Und wenn ihr wollt, mögt, könnt, sehen wir uns dann morgen hier, genau an dieser Stelle wieder. In dem Sinne, ciao, ciao und bye, bye.